Panoli, also ist eine Wortzusammensetzung aus Pannonisch und Olio, also sprich das italienische Wort für Öl, für Olivenöl. Jetzt habe ich letztes Jahr die Landwirtschaft gegründet. Die größte Schwierigkeit war wirklich, Grundstücke zu bekommen. Das Klima ändert sich, die Gegebenheiten ändern sich. Selbst in Italien ist es mittlerweile schon zu trocken, zu heiß für den Olivenbaum. Also ist für mich die logische Konsequenz, dass man auch das Aussetzen der Olivenbäume dem Klima und den geografischen Gegebenheiten entsprechend anpasst. Also diese Sorten, die wir ausgesetzt haben, sind ca. minus 14 bis minus 17 Grad frosttolerant. Daher haben wir letztes Jahr begonnen, 900 Bäume auszusetzen. Heuer folgen weitere 500, nächstes Jahr wieder 500. Und so streben wir ca. 3.500 bis 4.000 Bäume an, die man für die Ölproduktion auf jeden Fall benötigt. Wir suchen natürlich Partner, die uns die dieses Projekt genauso eben unterstützen wollen, wie wir das eben auch wollen. Aber wenn ich von wir spreche, spreche ich hauptsächlich von meiner Frau und mir.